Wir haben jetzt hier auch noch was vor. Gleich treten zwei Promis gegeneinander an. Der Gewinner kann heute und bis zum ersten Exit nicht mehr nominiert werden. Dabei wird die Exit-Liste immer voller. Ja, und Sie haben festgelegt, wer um diesen Nominierungsschutz spielen darf. Und Big Brother verkündet jetzt das Ergebnis. Ich habe immer an das Team gedacht. Ich meinte, wir haben jetzt alles das Geil. Meinst du, aber wir sind auch schon wieder drin. Der Orgasmus für den Gaumen mitgreifen konnte. Bewohner, ich habe heute noch ein zweites Spiel für euch. Die Zuschauer haben zwei von euch gewählt, die sich eine Überraschung erspielen können. Wer hat von euch was auf den Ohren und hört mich nicht? Ja, eben, das war auch nicht. Das Sir, das Sir, das Sir, das Sir, das Sir, Stopp. Wichtig, er spricht gerade mit uns. Hallo. Das ist wie in der Gosse. In der Gosse. Ja, ist auch so. Ehrlich, furchtbar. Wie in der Gosse. Neues Spiel. Wirklich jetzt? Ja. Jetzt noch mal ganz in Ruhe. Es gibt ein zweites Spiel. Geil. Die Zuschauer haben zwei von euch gewählt. Bitte. Sie haben sich für euch entschieden, Iris und Peter. Jürgen. Ja, geil. Geht jetzt sofort in die Arena. Für eine Überraschung spielen die. Oh, das wird toll. Jürgen, wir schaffen das. Ciao, ciao. Ciao. Okay, wir machen schon die Lampe. Iris, du rockst das. Springende Überraschung. Team Purple. Okay. Müssen wir hier? Scheiß auf. So. Ihr macht das, ja? Viel Spaß. Danke. Hallo. Team Lila. Die Überraschung holen wir uns jetzt, oder? Ja, wir haben drei. Oh. Überraschung? Was wird denn eine Überraschung sein? Nachtisch. Eine Torte. Ja, nein, hey, du hast ja erst übermorgen Geburtstag. Ja. Hallo ihr zwei, willkommen in der Arena. Hallo. Wir spielen der Turm zu Babel. Hallo, einer bitte dorthin oder eine und der andere hier auf die andere Seite der Wand. Stellt euch bitte mit dem Gesicht zu der Wand und zwar hinter diese Stele in dem Fall, hier hinter. So, jawohl, Achtung Jürgen, hier einmal hinter diese Stele. Jawohl, genau. Wir spielen jetzt der Turm zu Babel. Wer von euch mit den Materialien, meine Liebe, kommst du noch mal bitte hier hinter? Ja, genauso, genauso. Okay. Genauso stehen bleiben, perfekt. Wir spielen der Turm zu Babel. Ihr seht da Materialien auf dem Tisch. Und wer damit den höchsten Turm baut, hat gewonnen. Vor euch liegen jeweils 10 Schachteln. Mit Streichhölzern. Ihr habt 3 Minuten Zeit und baut da in dieser Zeit möglichst den höchsten Turm. Der soll aber auch möglichst stabil sein, okay? Stürzt er nämlich, nachdem wir das Ganze beendet haben, innerhalb von 5 Sekunden, wäre es nicht so gut. Es gibt Regeln. Ihr dürft die Streichhölzer, die da drin sind, zwar benutzen, für den Turm, aber bitte nicht anzünden und auch nicht dieses Lineal, was da steht, zu Stabilisationszwecken benutzen. Also, wer den höchsten Turm baut, der gewinnt. Habt ihr das soweit verstanden? Haben wir verstanden. Ja? Also ich ja. Habe ich verstanden. Dann hat euch... Ich weiß nur nicht, wie ich die Streichhölzer verwenden soll. Up to you. Das obliegt dir. Big Brother hat euch jetzt kurz vor Spielbeginn noch höchstpersönlich was zu sagen. Jürgen und Iris, ich hab's noch gar nicht verraten, um was es geht. Wollt ihr es wissen? Auf jeden Fall. Der Gewinner des Spiels erhält Nominierungsschutz. Und zwar so lange, bis der Erste hier rausgeflogen ist. Also,
strengt euch an. Okay. So weit, so gut. Das Spiel beginnt mit dem Startsignal. Wie lange haben wir nochmal Zeit? 3 Minuten. Alles klar. Keiner kann sehen, was der andere macht? Liebe Iris, du darfst die Messlatte nicht als Stütze benutzen, richtig? Nur, dass du Bescheid weißt. Ach so. Das Signal darfst du nicht benutzen. Ach so. Der Turm muss frei stehen. Schachteln darfst du benutzen, die Streichhölzer. Ach so, ich dachte, das muss das. Nur nicht dieses Lineal. Ganz interessant, eure Technik zu beobachten. Ja? Wir können das ja sehen, ihr nicht, was der andere tut. Kurz zur Info, ihr könnt auch die Streichhölzer nehmen. Ich wollte es nur gesagt haben. Es kann natürlich am Ende den entscheidenden Unterschied machen. Ihr habt noch eine knappe Minute. Und übrigens, selbst wenn der Turm stürzt, messen wir noch. Fertig. Ihr könnt aufhören, wenn ihr glaubt, ihr seid ja hoch genug.30 Sekunden noch. Ich lasse es. Zehn Sekunden noch. Und die Hände weg, bitte. Jürgen, du bist der Sieger. Ja! Was? Du darfst gucken. Es war ein verdammt enges Ding. Und interessant ist, dass ihr eine ganz, ganz ähnliche Technik verwendet habt. Ihr wusstet nicht, worum es in dem Spiel geht. Ihr habt euch gegenseitig nicht gesehen. Zwei vorne, guck mal. Du wolltest es mit diesen Antennen rausreißen. Jürgen hat es aber geschafft. Ja. Jürgen ist der Sieger. Mensch, dann kann ich niemanden nominieren. Ab zurück mit euch. Ja, super. Und Glückwunsch an Jürgen. Dankeschön. Tschüss. Ja. Na, Jürgen, Mensch, du bleibst. Ich habe fast in der letzten Sekunde das Ding aus dem Stehen gebracht. Na, Alain, wie hört sich das jetzt wieder an? Scheiße, ich war total überfordert. Ja, was hat der gesagt? Solange, bis die andere Person nicht rausgewählt worden ist, habe ich verstanden. Also wenn du jetzt gar nicht nominiert wirst und bleibst drinne, so habe ich das verstanden, solange wie du jetzt drinne bist, bin ich geschützt, habe ich so verstanden. Oder erst wenn du raus bist, komm ich. Oder wie? Ich habe es jetzt auch nicht verstanden. Solange wie die andere Person nicht rausgewählt wird.
Ah, so lange zählt der Nominierungsschutz. Ja. Aber wenn ich habe ich das verstanden. Wenn ich rausgewählt werde, dann ist der Nominierungsschutz flöten. Oder? Und wie läuft's? Habt ihr es gesehen? Nein. Ach so. Was passiert? Er hat Nominierungsschutz. Wir mussten gegeneinander spielen und ich habe das Spiel gewonnen. Ja. Ja, was war's denn? Ja, Streichhölzer. Streichholz-Schachteln. So. Willkommen zurück, Iris und Jürgen. Jürgen, du hast das Spiel gewonnen und bist damit vor der Nominierung zum ersten Exit geschützt, bis dieser Exit erfolgt ist. Das kann dich niemand nominieren. Okay. Hast du es jetzt verstanden? Ja, alles klar. Dankeschön. Das ist heute Abend noch der Exit. Also, wir mussten so Streichholzschachteln stapeln und wer am höchsten kommt, hat 3 Minuten Zeit. Und? Ja, ich war so ein Stück höher. Ne, oder? Ja. Ja, so ein Stück. Also 2 Schachtel wahrscheinlich. Hast du auch erst nicht geschnallt? Was soll ich denn mit den Streichhölzern? Genau. Dann zum Schluss dann habe ich hier oben drauf gesteckt. Ja. Ne? Ja. Dann durfte ich die Streichhölzer mit benutzen. Dann habe ich die Streichholzschachtel erst aufgeschoben, logischerweise. Dann ist die ja noch höher. Guck mich mal das ging aber nicht. Da drohte mein. Hallo, ich bin Philo und bei Promi Big Brother 2023 mit dabei. Ab sofort täglich in Sat.1 und kostenlos auf Joyn.